Bekommen wir hier bald unsere Medikamente? Wenn es nach Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt geht, ja. Weil Arzneien fehlen und eine Infektionswelle durch Deutschland rollt, schlägt Reinhardt im Tagesspiegel Nachbarschaftshilfe vor. Wir brauchen sowas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft. Jetzt hilft nur Solidarität. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Tauschgeschäfte wie in der DDR, dem Land der leeren Regale, oder wie in Entwicklungsländern? Ja, die Lieferschwierigkeiten sind extrem. Wir kriegen in der Woche manchmal 5 Packungen rein, manchmal 10 Packungen für insgesamt, ja, wir bedienen ja rund 300 bis 400 Leute pro Tag. Und da spielen sich manchmal schon Dramen ab. Offenbar leidet Deutschland nicht nur an einer akuten Infektionswelle. Vielmehr ist die Bundesrepublik zu einem Patienten mit chronischem Leiden geworden.